Ahoi, liebe Campernation, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es geht mal wieder um Stellplätze, den Stellplatzguide, und wir sind wieder am Nord-Ostsee-Kanal. Und wir haben extra nur für euch Klärchen bestellt, damit ihr schönes Wetter habt, wenn wir dieses Video drehen. Genau, und damit es auch schöne Aufnahmen gibt. So, und jetzt geht's gleich los, aber alles nach unserem Intro. Den ersten Stellplatz, den wir in diesem Video vorstellen wollen, ist in Seestädt. Das ist ein paar Kilometer entfernt von Rendsburg. Allgemein, habt ihr ja schon gelesen, aber trotzdem wollen wir es erwähnen, geht es wieder um Stellplätze rund um Rendsburg, rund um den Nord-Ostsee-Kanal. Wobei eine oder zwei sind nicht wirklich am Nord-Ostsee-Kanal. Ihr habt die Plätze noch nicht gesehen, die wir euch schon vorgestellt haben. Am Ende des Videos gibt es dann natürlich eine Playliste. So nennt sich das, mein Gott. Genau. Ja, was kann man hier an dem Platz sagen? 13 Stellplätze gibt es, die werden wir euch gleich zeigen. Sind natürlich, wir drehen hier in Corona-bedingten Sachen, sind aber alle negativ, deshalb drehen wir hier. Was wollte ich jetzt sagen? Die Stellplätze sind geschlossen wegen Corona. Genau, also 13 Stellplätze gibt es hier direkt an der Fähre Seestädt. Das finden wir ja toll. Die Fähren am Nord-Ostsee-Kanal sind ja kostenfrei. Das heißt, ihr könnt die auch benutzen. Genau. Ich glaube, ja, genau, komplett. Auch, glaube ich, LKWs dürfen das, glaube ich, auch kostenlos nutzen. Also zumindest ist da gerade ein BIMO drauf. Ja. Gut, und jetzt wollen wir euch aber das im Speziellen mal zeigen. Die Plätze hier direkt am Kanal sind solche Schotterplätze, wie wir sie hier sehen. Sie sind schräg angeordnet, sodass auch genug Platz ist. Ich denke mal 6,40 Meter passt auf jeden Fall hin. Teilweise muss man ein bisschen gucken, ob der Arsch von größeren aufpasst. Aber das müsst ihr einfach mal selber sehen. 6,40er auf jeden Fall kein Problem. Wieder 13 Stück, sie sind immer so reingesetzt, eigentlich ganz gut. Es gibt kein Strom am Platz, das heißt, autark solltet ihr stehen. Gerade wenn Klärchen kommt, solltet ihr halt so eine Solaranlage auf dem Platz haben. Aber eine Fähr- und Entsorgung hat dieser Platz, und das erklärt euch Stefan. Die Wasser- und also die Versorgung und Entsorgung haben wir hier auf dieser Seite. Ihr müsst die Toilette dort reinkriegen und auch das Grauwasser, das muss auch da rein. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall hier einen Schlauch. Könnt ihr nicht einfach so in den Gulli, der nebenan ist, ablassen, sondern das soll alles da rein. Dann habt ihr Frischwasser für 1 Euro. Da kriegt ihr so 50 bis 80 Liter. So sagt es die Beschreibung. Also von daher auch standardmäßig und ja, alles hier also am Platz. Wenn ihr mit den Kleinen da seid, werden die richtig sich erfreuen. Denn gleich hier oben, man muss ja vorstellen, da unten ist der Stellplatz. Hier oben gibt es einen schönen Spielplatz. Das fängt da an mit einer Rutsche, ein Klettergerüst, Schaukeln. Da hinten sind solche Art Sportgeräte und hier gibt es sogar einen Grillplatz. Richtig toll. Also Basketballplatz, ein Fußballtor. Also eure Kleinen werden es genießen und naja, die großen Monster natürlich auch. Es gibt sogar ein WC dort mit Müllentsorgung. Das wird sortiert. Wie immer hier in der Nähe von Rendsburg oder Rendsburg, hier achtet man auf Mülltrennung. Also ich sag euch mal, richtig schön hier. Und jetzt werden wir euch noch etwas Besonderes zeigen. Und dazu macht sich Stefan startklar. Wenn ihr mal Kaffee vergessen habt
und Kuchen und ihr wollt es genießen hier an diesem wunderschönen Platz, der da unten ist, dort könnt ihr auch wunderbar einkehren. Wie gesagt, immer noch mal den Hinweis, wenn nicht gerade Corona ist. Ja, und ich glaube, es ist richtig was Feines hier. Das kann man richtig schön genießen. 8 Euro, so viel kostet der Platz für 24 Stunden. Das heißt, wenn ihr hier nur 9 Stunden stehen wollt, ja, dann werdet ihr schon in der Tagespauschale von 8 Euro natürlich drin sein. Genau, sonst gibt es natürlich auch Stunden, aber die Wohnmobile sollten, also eigentlich, als würde ich ja. Aber es ist so, eine Stunde ist kostenlos. Die Frage ist halt, wenn du jetzt mit dem PKW unterwegs bist, ist es natürlich wahrscheinlich kein Problem. Mit dem Wohnmobil weiß ich es nicht so genau, ob man dann sagt, jawohl, eine Stunde es gibt ist noch kostenlos. Keine, aber es gibt keine Einschränkung. Also genau, von daher kommt auf den Versuch drauf an, auf jeden Fall. Also wenn man hier nur eine Stunde stehen möchte, genau, weil man den Ausblick genießen will, glaube ich, sollte das auch möglich sein. Wobei eine Stunde ist halt wirklich knapp, muss man. Naja, zum schnellen Frühstück würde es reichen. Genau. Wer frühstücken schnell. Die Frühstück ist das wichtigste Mahlzeit am Tage. Das macht man so nicht. Genau. Ja, so viel zum Stellplatz in Seestädt. Uns gefällt der richtig toll, weil sie haben hier wirklich was zu bieten. 13 Stellplätze, es gibt die Fähr- und Entsorgen, du hast einen schönen Spielplatz, du hast einen Café und schöne Radwege gibt es ja auch. Ich glaube, da werden wir wohl diesen Platz auch mal besuchen in der Zukunft. Genau. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Platz. Der ist dann wieder eher in der Ecke von Rendsburg, denn er ist laut meinen Informationen in Rendsburg. Und da fahren wir jetzt hin. Nimmst du schon wieder auf? Mhm. Warum? Weiß ich ja nicht. Wir haben den Platz gewechselt und sind jetzt hier am, jetzt muss ich gucken, der nennt sich hier Wohnmobilhafen Café Eiderblick. Ein richtig großer Platz, richtig in der Innenstadt von Rendsburg, direkt an der Eider liegend und hat sage und schreibe 40 Stellplätze. Ja, also richtig großes. Aufgebaut ist das hier sehr parkmäßig, also Park wie so eine Parkanlage, also wirklich schön gemacht und immer so ein bisschen getrennt mit Hecken, also das zeigen wir euch gleich mal. Finde ich persönlich sehr gut gelegen. Genau, kostet 15 Euro. Die Nacht, also das ist schon ein bisschen höherwertiger Preissegment, aber man ist mitten in der Innenstadt und Strom gibt es auch 60 Cent pro Kilowattstunde, also typischer Platz hier, also preislich kann man so sagen. Und jetzt zeigen wir euch mal einmal den Platz. Genau. Das Gebäude, was ihr hinter den Wohnmobilen seht, das ist das Café Eiderblick und da ist auch gleichzeitig die Anmeldung, denn es ist eher ein Campingplatz als ein Stellplatz, aber so wie das aufgebaut wird, würden wir sagen, es ist halt ein Campingstellplatz. Nehmen wir doch das Wort genau zusammen. Es ist ja ein bisschen teurer, dadurch gibt es hier auch ein paar mehr Komforteinheiten. Ich glaube, Toiletten habe ich gelesen, gibt es auf genau jeden Fall. Leider können wir euch die jetzt aktuell nicht zeigen, weil das Café bzw. dieser Stellplatz offiziell natürlich geschlossen hat und auch damit alles abgesperrt ist. Genau. Was wir auch euch nicht sagen können, wie es mit der Fähr- und Entsorgung ist, laut der App Parkfahrenheit steht hier nichts beschrieben. Sollten wir dazu etwas recherchieren, werdet ihr das hier eingeblendet sehen. Genau. Auf jeden Fall mitten in der Stadt, das muss man sagen. Ja. Richtig schön. Die Eider ist auch gleichwürdig dahinter. Wollte ich gerade sagen, die Eider ist dort und in die Richtung gibt es einen Park, auch mit so Seenlandschaften und so weiter. Also wirklich toll gemacht. Und Flugzeuge fliegen ja auch dann überein. Also soll vorkommen. Soll vorkommen. So, wir haben noch einen Platz vorbereitet für diese Folge und da fahren wir jetzt hin. Wir sind wieder ein paar Kilometer gefahren, aber nicht so wirklich. Ich glaube, wenn man das hochrechnet, 4 Kilometer ja, maximal. So ungefähr. Nicht sehr weit. Jetzt in Fockbeck oder Fockbeek. Wir blenden euch ein, wir wohl, falls jemand weiß, wie das richtig ausgesprochen wird, dann sagt uns das gerne. Ja, wie nur, aber man kann es ja auch schreiben. Man kann es ja schreiben mit Lautschrift, das geht. Genau. Ja, wir haben jetzt hier einen Platz gefunden, direkt am Freibad.
gespart und wie ihr wieder seht, kein Wohnmobil da. Das, was könnte es bedeuten? Ja, wir haben immer noch Corinna, die ist immer noch da. Und dieser Platz hat gleich zwei Besonderheiten. Ja, das eine ist? Die 8 Plätze hier sind kostenfrei. Und das zweite ist? Hier gibt es Strom am Platz. Und der ist? Kostenfrei. Wow, cool. Also, es gibt tatsächlich hier in der Ecke also auch kostenfreie Plätze. Man hat gleich gegenüber so einen kleinen Fußballbolzplatz. Aber man muss dazu sagen, es ist wie gesagt ein Freibad. Das heißt, am Tage im Sommer wird es halt schon ein bisschen lauter. Das muss genau. Man einfach wissen. Dafür hat man aber die Gelegenheit, natürlich morgens erstmal gleich eine Runde schwimmen zu gehen. Das ist natürlich nicht kostenlos. Das ist ja auch klar. Das kostet 2 Euro für Erwachsene dann kann man auch Duschen nutzen. War jetzt in Zeiten von Corona natürlich nicht möglich, aber ich denke mal, irgendwann wird das alles wieder normal sein und dann lohnt es sich auf jeden Fall. Man ist hier sehr idyllisch, man hat hier Schlachter, man hat hier Bäcker, Sparkasse, also Banken, man hat alles gleich hier ums Eck. Und jetzt, glaube ich, wird es aber mal Zeit, dass wir ganz spezifisch diesen Platz zeigen. Genau. Hier haben wir eine Fähr- und Entsorgung, aber Achtung, hier geht kein Chemieklo für dieses Becken, auch wenn es so aussieht, dass da Chemieklo entsorgt worden ist. Fäkalien sollen hier nicht rein, sondern nur das Grauwasser und für den Behälter der Toilette. Dafür kann man an den Platz zurückfahren, wo wir eben gerade waren, wie wir es auch eingeblendet haben, hatte dieser Stellplatz natürlich auch ein Sanifair. So, oder Saniferi oder irgendwie sowas. Wir hatten es ja eingeblendet. Frischwasser kriegt ihr an dem Hahn, das ist kein Problem. Und somit ja, könnt ihr dann auch hier euch versorgen. Wie ihr gerade gesehen habt, also ihr könnt natürlich nicht wirklich mit einem Schlauch daran, außer ihr habt eine sehr hohe Pumpe, gute Pumpe, dann könnt ihr das natürlich auch mit einem Schlauch. Das geht nur aber mit Eimer. Die sagen eigentlich immer, nimmt man Eimer und dann rein. Also das muss man natürlich wissen. Und dabei haben. Und dabei haben. Aber ein guter Camper hat das eigentlich dabei. Wenn ich an deinen Papa denke, der hat sowas bei. Auch wir haben eine Menge dabei. Was man auch wieder nochmal dazu sagen muss, wie gesagt, nur eine Nacht darf man hier stehen, maximal, weil, also hier gucken die Fuchtbäcker schon drauf, dass auch jeder mal rankommt, aber wie gesagt, richtig gut, kostenloser Stellplatz, kostenfrei Strom, also was will man eigentlich dann noch mehr? Hattest du gesagt, dass man sich aber doch anmelden sollte hier im Schwimmbad? Das stand nämlich an einem Zettel dran. Wenn das Schwimmbad auf hat, sollte man sich bitte dort einmal anmelden zur Nachverfolgung. Sollte hier irgendwie was auftreten, dass man nachverfolgt werden kann. Genau. Das macht ja doch schon Sinn. Ja, wir haben euch 3 Plätze gezeigt. Einen relativ weit auswärts. Ein direkt am Kanal. Achso, relativ auswärts. Das war der direkt am Kanal. Achso, okay. Sagen, ja, ja, ja. Also okay. Der direkt am Kanal, der ist weit auswärts, ungefähr 15 Kilometer. Dann richtig. Haben wir euch an der Untereider einen Campingstellplatz gezeigt. Und jetzt hier in Fuchtbek nochmal den kostenfreien Platz. Der einzigste kostenfreie Platz überhaupt, den wir jetzt entdeckt haben. Und was auch immer schön ist, an jedem dieser Plätze hat die Firma Hobby, die kommt ja hier aus der Ecke, ein schönes Schild gemacht, wenn der Platz voll ist, wo man halt noch hinfahren könnte. Ist natürlich Schildersponsoring logischerweise, aber ist doch eine nette Sache. Ja, und in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Wir hoffen, ihr kommt mal hier schön an den Nordostseekanal. Ihr kommt ins schöne Rendsburg. Es wird sich eine Reise wert. Es lohnt sich. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.